Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Mine Colonies Dimensional Adventure Let's Play Pangobas. Jo, hier hängen ein paar Dorfbewohner in einem Krater und diesem Augmistik, weiß nicht genau wie es heißt, Editions oder so. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier ein bisschen weiter im Norden, wo war das? Ja, nicht das Date, nein, nicht die Dattel. ja, irgendwo hier unten bin ich rausgekommen, hier beim Dorf. Da seht ihr Zugang zum Schulkbiom und Dorf, genau. Bin nach Norden gegangen und habe überall diese Keramik gesucht. Jetzt habe ich einfach ein bisschen Tonklumpen gefarmt, ein bisschen Salz und habe hier so weiße und rote Dschungeltrauben ja, zu Hause angepflanzt. Die geben sehr viel Nahrung. Also wenn wir das jetzt gerade hier zeigen, 2,5 Herzen Nahrung. Jo, ist ziemlich effektiv als das Grundnahrungsmittel und die neuen von Harvestcraft 2. Jo, genau, jetzt habe ich kurz ein Glück gehabt. Es ist ein bisschen komisch langsam, also es, irgendwas hat sich geändert, also es gab ein Update und jetzt ist meine Performance ein bisschen schlechter. Ich habe V-Sync ausgestellt, weil das hat mir, weiß nicht, 52 FPS und noch ein paar, wie sagen wir, Chunk-Generator-Lags gegeben. Ist leider nicht gerade so toll, also performance-mäßig ist das Modpack jetzt gerade ein bisschen schlechter geworden. Und, jo, weiß es auch nicht, wie ich das fixen kann, aber ich hoffe ja, dass es nicht allzu sehr jo, auf den Zeiger geht. Also ich habe jetzt gerade die Chunk-Lags auch nicht mehr. Aber irgendwas ist anders. Ich weiß nicht, ob das überhaupt vom Modpack ist oder ob jetzt einfach irgendwie Java gerade schlecht läuft oder so. Aber ich habe den PC auch neu gestartet und irgendwie jo, leckt es trotzdem noch kurz manchmal, aber es scheint, es ist jetzt gefixt. Also nach dem zweiten oder dritten Neustart ist es gefixt. Ich nehme die auch noch mal mit. Die sehen einfach cool aus. Die könnte man gut als Deko machen. Wildweiß, cool, okay. Oh, da ist noch ein Schmied. Pressurmechanik. Okay, das ist etwas, was ich nicht so verstehe. Genau diese Strohbündel, also. Ja, sie sehen natürlich cool. Sie sehen natürlich ganz ein bisschen dreckiger aus, oder ja, aber so ein bisschen, wie sagt man denn, einfach, ja, braun. Und, ja, okay, jetzt leckt es gerade wieder. Genau, ich habe diesen Mystic Grove gefunden, das ist einer der seltenen beim Soplendi Wälder, also Biome. Und ja, sonst habe ich einfach viel Zeit vergeudet, die Lager wieder abzusuchen und dort ja, das Lager einfach auszuräumen, die Items mitzunehmen. Wir gehen jetzt den Ball zurück und werden dann ja, die wichtigen Sachen machen, wie zum Beispiel Zaubertisch, das Portal. Und genau den Smoother, damit wir schöne, ich würde schon Cocktails sagen, ja, Säfte machen können einfach. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Cocktails gibt und so. Ja, ein paar gibt es. Okay, cool. Ich möchte gerne einen Melonencocktail machen. Da brauchen wir eine Tiki-Bar. Und wie macht man eine Tiki-Bar? Okay, ich merke nur mit AK. Tiki. Eine Tiki-Bar. Beach Party. Okay, mit Palmen. Ja, easy, wir machen Cocktails. Sind wir einfach immer sturzbesoffen, aber wir machen einfach Cocktails. Als Melone. Ja, gut. Also, die Weltgeneration ist wirklich schön, aber eins fehlt. Es fehlen einfach diese Wüsten, es fehlen diese Mesa-Biome, es fehlen viele Wracks. Ich habe ein einziges Wrack gefunden.
Eines der Waypoints. Können wir sowieso mal ein paar ausstellen. Also Schalkbiom und Dorf möchte ich anlassen. Navrak. Okay. Das Holzlager brauche ich nicht mehr. Eisenfarm brauche ich jetzt momentan auch nicht. Die Ziegen auch nicht. Mystikrofs brauche ich auch nicht. Lager. Der Spawn brauche ich auch nicht. Mammut. Ah, Mammutbäume, genau. Und die Datteln brauche ich nicht so. Es ist schon, wie soll ich sagen, es ist sehr anstrengend geworden, das Minecraft-Spielen, aber es macht so mega Spaß. Also ich habe so das Gefühl, es sind zu viele Mods und zu wenig Vanilla. Man kann viele Rohstoffe in Vanilla einfach nicht mehr so gut farmen. Also wir brauchen da einfach ein bisschen Zeit dafür. Dass ich jetzt erst zum Beispiel das Portal machen kann und so. Also mal schauen, ich sehe unter Wasser fast nichts. Also die Ranken da, die Wassergras, nein, nicht Wassergras, das andere Kelps einfach. Oh, mal Eisberge, sehr gut. Jo, also wir gehen, glaube ich, jetzt zurück. Also ich denke nicht, dass da irgendwas noch kommt, was wir brauchen. Also momentan müssen wir einfach Vorlieb halten mit dem, was wir haben. Und immer wieder diese Inseln, die sind jetzt zum vierten Mal oder so. Ist das ein Dungeon? Also so sieht es aus wie ein Dungeon, aber wenn es nur eins ist, dann sieht es eher so aus wie eine kleine Hütte, vielleicht mit einem Schatz oder so. Oder mit einem bestimmten NPC drin. Ist komisch. Und immer diese Ölfelder, Ölbrunnen, Ölfontänen her. Keine Ahnung. Es ist zu motivierend, um jetzt irgendwie sagen zu wollen, es macht keinen Spaß, weil es zu anstrengend ist oder so. Ich habe ja auch eben das Ziel, ja, ein Dorf zu machen. Und solange ich nicht mindestens ein Dorf habe, wo wirklich schön ist, möchte ich natürlich auch nicht aufhören. Weil die Zuschauerzahlen steigen von Part zu Part extremst. Ich habe so viel Lust einfach bekommen. Genau. Dass es leckt. Es ist irgendwas im World Generator, also irgendwelche Spawns von Dungeons oder so stören einfach den Spielfluss gerade ein bisschen seit heute. Es ist irgendwie komisch, aber ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Eben die Sachen auszuprobieren, die Magie mal zu sehen, solche Sachen motivieren mich schon sehr. Und natürlich ihr. Also vor allem natürlich, dass ich Zuschauer habe. Ich sehe so viele YouTuber, vor allem Deutsche. Also ich kenne andere Sprache halt nicht so gut. Ich kann sie nicht sprechen. Das ist ein Wrack. Cool. Okay, dann haben wir noch etwas. Also es leckt, oder? Das ist das einzige Problem momentan. Das fixe ich natürlich auf nächsten Part wieder. Oh, der Ender wieder. Okay. Gut, ich muss hoch. Ja, ein Herz oder ein halbes Herz schauen. Ich habe hier einfach zu viele Items wieder. Enderperlen brauche ich zum Beispiel nicht. Was ist jetzt das für ein Leck? Okay, es ist weg. Eisdornen. Okay, ich brauche diese Gems. Die schlechten Gems wahrscheinlich einfach gar nicht. Es ist noch eine zweite Kiste, denke ich mal. Das ist irgendwo eine Tür, aber ich komme nicht hin. Also das Problem ist nicht, dass ich aufhöre, sondern dass ich einfach immer wieder ein bisschen angestrengt bin, immer wieder ein bisschen demotiviert bin, weil ich so viel fahren muss, weil ich das auch nicht zeigen möchte. Oh Gott. Ich einfach extrem farme, oder? Also dieser Grind ist einfach viel heftiger geworden. Also ich zeige es einfach nicht, aber ihr müsst einfach wissen, dass ich sehr gelangweilt zwischendurch bin, nur irgendwas zu holen. Ich muss jetzt Eisen farmen lange. Deshalb ja auch dieser Waypoint mit Eisen Ding, oder? Und Ice Dawn Slows Attackers, okay, cool. Schwimmgeschwindigkeit. Ich denke, ja, es ist einfach Schnelligkeit. Ja, der Erdklumpen. Weg, dafür das Boot wieder mitnehmen. So, dann machen wir einfach mal
Eisberge und Rock. Nein, Rock. So, wir teleportieren uns nach Hause, weil eben es dauert Ewigkeiten, bis wir sonst zu Hause sind. Das möchte ich gerne einfach abkürzen können. Ist natürlich einfach vom Mod auch ein bisschen verschuldet. Und ich habe immer wieder diese Shutters. Ganz komisch, dass irgendwie das Spiel einfach nicht laden will. Also hier seht ihr ein paar Items aus den Ruined Portals aus dem Hauptspiel. Ich tue jetzt mal zum Beispiel das Salz noch rein. Hier seht ihr Items einfach aus den Biomen, die ich entdeckt habe auf meiner Reise. Hier oben ist das Eisenmining. Ich habe sehr viel Kupfer gefunden, aber fast kein Eisen. Sehe ich das Eisen gerade? 32 Eisenbahnen, oder? Ich habe hier auch nochmal... Nein, das ist... Das meiste ist, glaube ich, aus den Kisten, aus den Lagertruhen, oder? Zwischendurch. Und... Jo, auch noch von meinen gleichzeitig, okay. Genau, hier habe ich überall die Weintrauben gepflanzt. Ich habe auch die Bäume, vor allem die Schwarzeichenbäume, die geben kaum Setzlinge mehr. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie mehr finde und dann dort farme das Holz oder so. Nicht so viel Holz verwende, aber irgendwie bekomme ich zu wenig Schwarzeichensetzlinge. Hier habe ich aber noch 5. Gut, wenigstens das. So, ich muss, glaube ich, jetzt erstmal das irgendwie zusammencraften. Wie ging das? Das ist Ton. Wird das Tonkeramik? Oder muss ich... Ja, ich kann ja nachschauen. Keramik. Wie kann ich das nochmal scriften? Ja, okay. Gut, also dann machen wir doch mal einfach alles. Dann haben wir ein Item weniger, oder? Weniger. Und das müssen wir einfach mal brennen. So, ich möchte ein paar Sachen anpflanzen währenddessen. Dann brauche ich nochmal die Hacke. Ich brauche... Ich tue das, glaube ich, ein bisschen weiter weg, weil... Und ich tue einfach mal hier, das sind 3, hier anpflanzen und hier anpflanzen. So, mache ich das mal auf diese Seite. Ich hoffe, der Kaktus macht keinen Schaden, wenn er groß ist. So. Ja, und Kühe muss ich ja auch noch... mal ein bisschen killen. Die armen Kühe. Es ist Metzgerzeit. Metzgete, sagen wir in der Schweiz. Oh. Ich bin denn so ein Tierwohl, also einer, der das Tierwohl schaut. Das war schon ganz gut. Aber ich muss immer in Minecraft gezwungenermaßen Kühe killen. Das ist für mich sowas von makaber. Aber gut. Sieht es auch so schlimm aus? Ich glaube, ich ende das ein bisschen. Ich habe das extra so minimal wie möglich gemacht, oder? Aber nein. Es muss natürlich... Wieso ist die Schrift so komisch? Das ist wieder diese Anti-Aliasing oder Anti-Sapper-Filterung. Rectal Limits. Ja, unbedingt runter. Ich glaube, das wurde irgendwie resettet. Kann das sein? Das wurde resettet. Deshalb sieht es so aus. Also Blut möchte ich schon haben. Lebensdauer ein bisschen runter, das will ich nicht so lange haben. Das wurde alles wieder verändert. Banish, Explosion, Poof, Bounce. Ich will Bounce. Ich will, dass es herumfliegt. Hä? Hat sich gar nicht geändert. Ja, doch schon, aber... Sieht immer so, noch so makaber aus. Okay, die verletzte Kuh, die muss auch sterben, sonst leidet sie. Die auch. So, jetzt haben wir aber genügend. Schafe könnte ich auch ein paar töten. Sieht so makaber aus. Wer hat das einfach... Ich glaube, ich muss es trotzdem ausstellen.
Also alle Verletzte, die wegen Hunger verletzt sind, muss ich leider töten. Ja, bei den Hüden sieht es noch schlimmer. Nee, es ist einfach ein bisschen Motivation natürlich, noch ein paar mehr Effekte zu haben. Aber muss Blut und Zerstückung überhaupt sein? Das ist für mich schon fast ein bisschen zu extremst für Tiere. Es sieht lustig aus. Ich glaube, ich lasse es, also es stört euch. Es sieht einfach makaber aus. Es ist so richtig Hardcore-Shit. Ich habe das in Last Epoch ja auch die ganze Zeit. Also nicht so schlimm. Anders, oder? Aber in einem Minecraft-Spiel, in einem Survival-Spiel, so makabers. Ja, okay, Survival ist ja sowieso makaber. Also wenn ihr irgendwo in einem Wald seid, nichts zu essen habt, nicht mehr rausfindet vor allem, dann ja, müsst ihr natürlich auch Blut und Morde machen und so. Dann müsst ihr das einfach haben. Aber ja. Ah, wir müssen noch die Schatzkarte holen dann. Es ist einfach in einem Spiel, wo man eigentlich so ein bisschen genießen will, einfach etwas anders, oder? Das ist einfach anders. So. Ah, also den Schweizer, den Smoothie. Smoother, hieß er früher, oder heißt er auf Deutsch? So. Dann weiß ich nicht, ob ich Weintrauben mixen kann. Am wie? Muss noch die Rezepte wissen. Also hier geht's nicht mit dem. Also dann probieren wir mal ein paar Duren. Die Quelle, nein, die Juniperbeeren, die möchte ich. Ich habe noch ein 64er Stack, gut. Strawberry, glaube ich, doch, das geht. Aber habe ich nur eins. Kann ich einen Rübchensaft? Ich weiß noch, früher hat meine Mutter mir immer Rübensaft gegeben. Das ist auch nicht, weil ich keine Karotten mochte sonst. Also wenn ich noch ganz klein war. Cloudberry. Nein, also die haben einen bestimmten Zweck. Das muss ich mal kurz euch zeigen. Den Zweck ist einen bestimmten Zweck. Den Fruchtsalat. Und das Cutting Board ist einfach mit Kupferbahn. Haben wir einen Kupferbahn? Ja. Wir haben 8 Stück. Stöcke und Holz, glaube ich. Ja. Okay. Also diese Beeren habe ich genügend. Dann machen wir doch einfach Fruchtsalat für unsere Reisen. Ja, Mami, gib mir mehr Fruchtsalat mit. So, das ist doch effizient. Dann brauche ich die Ofenkartoffeln nicht mehr. Und Brot ist ja auch nicht so effizient. Ich möchte gerne Schweizer. Also Blaubeeren oder wie heißen sie, Johannisbeeren? Saft ist mega. Ich glaube, Johannisbeeren sind die schwarzen, oder? Nein, die blauen. Nein, die Blaubeeren sind blau. Verwirrt. Also, und mit Karotten konnten wir. Es ist cool, also ich finde es richtig. Das ist ein Stock. Okay. Ich will einen Stock essen. Ja, Stock und Stock. Okay, komisch. Also ich möchte etwas herausfinden, ob ich etwas Gutes mit Karotten machen kann, das leicht ist. Ja, ja, es gibt schon Karotten. Es gibt es einfach. P8 Trees. Hä? Wieso geht das? Also nochmals schauen. Nochmals schauen. Wieso geht das anders? Also wieso ist ein anderer Saft? Papaya. Das nehmen. So. Es ist ein bisschen verwirrend, habe ich das Gefühl. 2 Karotten gegen Karot-Chewies. Wieso habe ich P8-Chewies? Und was ist ein P8? Paid. Einen Bezahl Saft? Bezahlsaft. Ich will einen Bezahl. Okay, dann nehme ich den P8-Chewies. Wieso nicht? Wenn das so kompliziert ist, dann. Ja, egal. Boah, habe ich viele Weizenkörner. Ich tue die alle mal hier durch, dann
wenn ich nicht mehr aufnehme. Also das ist wichtig, Blaubeeren ist wichtig, das ist auch wichtig, das ist das gleiche wie vorher. Das ist wichtig. Dann haben wir hier noch ein paar Blaubeeren. Was ist das? Chili ist wichtig. Ah ja, Kiwi ist wichtig. Kiwi gibt ja auch Cheese. Okay, dann haben wir noch ein paar bestimmte Sachen. So, also jetzt geht's um den Zaubertisch. So, hier unten mache ich auch die Sachen, wo ich crafte. Ja, eben das nicht vergessen, das mache ich auch rein. Und haben wir noch irgendwelche Früchte? Na, ich lasse das jetzt mal. Jetzt muss ich zuerst mal das Obsidian finden. Das muss irgendwo hier sein. Ja, das Obsidian. Dann die Bücher, die habe ich aus dem Dorf, wo ich rauskam, vom schwarzen, vom Deep Dark Biom. Also vom letzten Part bis diesem Part, wo ich rauskam aus der Höhle. Dann haben wir noch Diamanten irgendwo. 48 Stück. Krass. Ja, ich lieb's. Irgendwie lieb ich's. Weil jetzt bin ich einfach so weit, dass ich endlich mal verzaubern könnte. Ich hole mir noch mehr Holz. Und zwar... Ja, Tropenbaum ist ein bisschen doof. Schwarzeichen eben auch. Aber ich habe einfach... Oh, jetzt blendet es mir so mega, ich sehe fast nichts mehr. Ich nehme Akazien, weil die kann man gut wieder anpflanzen. Die sind auch sehr in der Nähe. Empty Shelves, cool. Gibt's auch. Ah, da haben wir die Farbe auch, wie geil. Es sind 10 Stück, also noch zu wenig. Dann heißt das also, wir brauchen Leder, aber haben wahrscheinlich zu wenig Leder. Einmal. Haben wir nicht Leder hier reingetan, doch. Dann Zuckerrohr. Jetzt müssen wir also ein bisschen aufbrauchen, aber wir brauchen, glaube ich, 14, oder? Oder sind es 15? Ich glaube, es sind 14 oder 13, was wir brauchen für Level 30. Ich bin heute echt angestrengt, weiß auch nicht wieso, weil ich nicht gut geschlafen habe. Okay. Jetzt nochmals versuchen. Ja, 8 Stück wären noch drin. Sollen wir alle machen? Ja, ich mache jetzt momentan noch alle. So, und wo wollen wir den Zaubertisch machen? Also, ich denke, ich mache das hier schön bei den Bienen. Ja, nein, ich bin den Bienen. Weil ist ein Ding. Hier habe ich noch angefangen, da diese unendliche Lava-Farm zu machen. Dann könnte ich eigentlich hier... Den Zaubertisch, nicht ganz hier. Hier unten, oder? Das ist auch genug weit weg, weil dann stört es nicht, oder? 2, 3, 1, 2, 3. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber irgendwie auch sehr interessant damit. Ich glaube, hier brauche ich es ja nicht. Ich könnte hier auf der Seite ein bisschen höher machen. Und auch ein bisschen ungeordneter zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier etwas verzaubere, habe ich Level 30, sehr gut. 3 Lapis Lazuli, ja klar, das habe ich noch nicht. Ups. Und ui. Die Mine muss ich auch noch... Hey. Jetzt reicht's. Du hast mich gerade sehr, sehr erzürnt. Freiwilliges Exit. Okay, könnten wir das überleben? Jetzt gerade noch nicht. Ich werde jetzt noch nicht in ein Dorf gehen. Ah, dafür haben wir aber so einen Banner, das... Ah, jetzt hat es... Okay. Also, die Kisten muss ich natürlich alle sortieren. Die sind ja jetzt nicht mehr neu sozusagen. Die können wieder raus. Ich tue jetzt mal 2 Sachen raus, damit hier das Wichtige reinkommt. Zum Beispiel auch so, Aluminiumbahn, Papier. Mache ich auch mal eins raus. Nochmal 9 Stücke könnte ich hier gebrauchen. Ich mache mal Kirschen raus. So. Ja,
Jetzt haben wir hier auch wieder voll. Wir haben überall voll jetzt. Also haben wir hier irgendwas, was wir nicht hier drin gerade brauchen. Knochenbraune Soße, so Sachen. Habe ich auch wieder zu wenig Platz. Steindruckplatte. So. Und dann mache ich das wieder hier rein. So sehen. Was haben wir hier noch gehabt? 10 Erzbeeren. Die Erzbeeren habe ich auch irgendwo platziert. Ist es im Dorf? Habe ich die im Dorf platziert oder hier in der Nähe? Das weiß ich gar nicht mehr genau, wo. Wo habe ich das hingepflanzt? Das könnt ihr natürlich auch nicht wissen. Aber irgendwo habe ich die Zinnbeeren hingetan. Ja, ich habe sie in die Mine getan, also in die Eisenmine. Das kann ich auch kurz noch zeigen dann. Es ist jetzt auch wieder dunkel. Boah, heute bin ich echt ein bisschen gestresst. Ich weiß nicht, ich will alles so schnell machen. Ich habe gestern nicht aufnehmen können, weil es mir so Sturm war. Ich hatte echt starke Ohrenschmerzen. Habe ich ja jetzt momentan öfters wegen dem Wind. Der Wind macht mir nicht gut. Ja, also das oben hin tun. Ich wollte die Lapis Lazuli finden, genau. Jetzt weiß ich, was ich finden wollte. Sonst hätte ich es nicht mal, hätte ich es nicht gefunden. Weil ich nicht wusste, was ich finden will. Wieso habe ich hier ein... Ah, das ist wahrscheinlich eine Naturlöse. Ein ganzes Erz. Genau, hier ist das Magic-Zeugs. Habe ich kein Lapis Lazuli oder fehlt... Ah, da unten. Gut. Dann machen... Ah, da oben haben wir auch noch Lapis Lazuli. Das brauchen wir alles nicht hier. Ich brauche eine Double-Kiste. Eine Double-Kiste. Für die Doubles. So. Dann machen wir das hier hin. So, und jetzt muss ich noch craften können. Ja, ich brauche sowieso noch Material, ja, Werkzeuge und so. Also ich möchte eine komplette, meine Güte, mir fehlt alles. Mir fehlt alles im Gehirn. So, also eine solche. Und dann möchte ich eigentlich noch ein Schwert verzauben können irgendwann. Ich tue noch die Armbrust mitnehmen, die möchte ich auch noch verzaubern, wenn das geht. Das ist ein Ding. Und dann habe ich irgendwo noch einen Bogen. Nochmal seine Warmbrust. Wo ich auch rausgezoomt werde wegen dem. Was ist drauf? Geschwindigkeit, genau. In der Schnelligkeit. Wo ja auch im Trank ist, oder wenn man Schnelligkeitstrank nimmt. So, ja, eine Steinspitzhacke zum Verzauben, cool. Die habe ich auch gefunden, diese wilden. Da könnten wir im nächsten Part dann hingehen. Das klappt, glaube ich, in diesem Part nicht mehr. Sonst ist auch viel zu viel drin. Im ganzen Part. So ein Ende verzaubern? Weil 7% Wahrscheinlichkeit im Kopf zu bekommen. Ich glaube, diese hellblauen Items kann ich nicht verzaubern. Ist jetzt auch nicht so gut. Ich lasse jetzt das mal und da habe ich noch ein paar Sachen. Also das Smaragde nehme ich gerne mit, damit ich ein paar Handel treiben kann zwischendurch. Da gehe ich jetzt aber wegen diesem Ding da oben nicht, wie heißt das, Thron des Unheils, genau, nicht hin. Ein Steinschwert. Steinschwert brauche ich eigentlich nicht. So, also dann verzaubern wir das erste Mal. Muss das richtig reintun. Effizienz. Der Runes Reveal All. Also die verschwinden. Die Runen. Ich habe auch keine. Was sind denn das für so... Ich frage mich immer, wieso sind die Mods so kompliziert zum Verstehen lernen? Es ist extrem, was alles für Sachen drin sind. Also wenn wir Arcana mehr haben, dann haben wir mehr Verzauberungen drauf. Wenn wir Quanta mehr haben, dann haben wir weniger schlechte Effekte. Also negative Effekte. Und Eterna, wenn wir das mehr haben,
haben wir die erhöhten, also die verbesserten Enchantments. Also Behutsamkeit hätte ich jetzt hier drauf, aber das möchte ich eigentlich ja nicht hier drauf haben. Noch nicht. Ich tue einfach mal Effizienz. Ich habe 35 Levels. Wenn ich jetzt einfach mal eine kaputte hier verzauber mit Effizienz. Ja, genau. Dann habe ich hier eine gute. Ist nur Glück? Was ist eine Lernschwebe? Ja gut. Jetzt habe ich einfach irgendwie etwas Schlechtes. Dann verzaubere ich einfach eine Eisenspitzhacke. Mit Glück 2. Ja, da ist eine Haltbarkeit drauf. Nein, ich wollte Haltbarkeit. Jetzt habe ich wieder Effizienz. Jetzt habe ich ein Level zu wenig. Wie gemein ist Enchantment jetzt wieder geworden? Also, es ist noch schlimmer. Also, Crafting Table mache ich für hier hin noch. So. Oh, und, ich muss nochmal zurück. Ich werde halt einfach mit dieser Spitzhacke noch ein bisschen abbauen. Ah, das ist wieder falsch. Das oben rein tun mit dem Gold. Es tut sich halt auch nicht stacken oder tut sich das ja erhöhen, wenn wir 99 haben. So stärken ins Höhere. Okay. Also, was haben wir jetzt? Wir haben schon 31 Minuten. Ich möchte aber trotzdem noch den Schatz ab. Und das machen wir im nächsten Part, ganz am Anfang. Ich muss jetzt sowieso die Legs auch noch kurz weghaben. Ich muss Mystik anhaben. Okay. Und, ja genau, ich zeige noch das Lager und dann beende ich beim Lager. So, ich muss hier oben rein, ja. So, watsch, watsch. Ja, jetzt leckt es wieder wegen. Also die Chunks sind momentan sehr schlecht im Laden. Dann muss ich hier runter irgendwo. Nein, ich muss ja nicht hier hin. Sorry. Ich muss einfach runter. So, jetzt. Hier habe ich noch nichts drin. Verwende ich die Spitzhacke, die gut ist. Genau, und hier muss ich aufmachen. So, und hier habe ich alle Büsche drin. Ich denke, die brauchen Dunkel. Also ich wollte das einfach mal im Dunkeln lassen. Also sie wachsen, gut. Okay, verstanden. So, und dann können wir im nächsten Part dann noch ein paar tolle Sachen weitermachen. Muss mir noch ein bisschen nachdenken, was. Also zuerst mal das Rock, die Schatztruhe holen, da gibt es sicher bessere Items. Die Legs müssen weg sein, wenn es schon jetzt gerade leckt. Wir könnten eigentlich anbauen, eine Plattform zu machen für einen Garten. Dann machen wir überall in die Ecken, also so rundliche Ecken, dann ein paar Türme. Und ja, dann können wir so langsam mal das Haus, das erste Haus bauen, ein bisschen erhöht, Richtung Dschungel runter, Richtung Vulkane und dann auf dem Vulkan vielleicht eine Fabrik oder so bauen. Also zwischen den Vulkanen in der Luft. Wäre cool, wenn ich dann auch ins Äther kommen würde. Ah ja, ins Nether wollen wir auch gehen. Gut, dann gehen wir auch nächstes Mal ins Nether. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.